meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler und an MINT-Fächern Interessierte. Willkommen bei der Veranstaltung Faszination Wissenschaft MINT Role Models aus Forschung und Entwicklung. Im April diesen Jahres hatten wir schon ein Online-Event mit vielen Teilnehmern weltweit. Da ging es darum, dass sich gestandene Wissenschaftlerinnen aus dem Industrieumfeld vorgestellt haben. Und heute wollen wir in einer Eventreihe noch 5 weitere Events aufstrebende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorstellen, die am Anfang ihres Werdegangs sind. Also sie werden im Laufe dieser Events Studierende kennenlernen, Doktorandinnen und eben auch schon Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihren Doktortitel schon haben. Und heute werden durch das Programm führen Angelika Zacharias vom Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik in Halle und ich, Jürgen Henk, vom Hallischen Schülerlabor für Physik und der Martin-Luther-Universität. Wir haben also heute 3 Vorträge, so Pi mal Daumen, 15 Minuten mit einer Diskussion im Anschluss. Und wir beginnen mit Annika Johansson, die was zu Strahlen und Spins vom Studium der Medizinphysik zur Promotion in theoretische Physik erzählen möchte. Annika hat ihren Bachelor und Master in Medizinphysik gemacht, ist aber dann zur theoretischen Physik in die Arbeitsgruppe Quantentheorie des Festkörpers gewechselt und hat dort promoviert und versucht nun ihre Minerva Fast-Track-Gruppe, die sie seit Oktober leitet und aufbaut, mit dem Familienleben in Einklang zu bringen. Im zweiten Vortrag wird uns Philipp Wegwerth etwas erzählen zum Weglaufen ausgeschlossen, wie Pflanzen sich gegen Fraßfeinde wehren. Philipp hat ein Biologiestudium abgeschlossen mit der Promotion im Jahre 2013 und ist jetzt Postdoc, also immer noch junger Karrierewissenschaftler am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie in Halle. Und dass man mit Wissenschaft auch noch was anderes machen kann, aus Wissenschaft oder Industrie zu arbeiten, sondern auch Management betreiben kann, wird uns Antje Helmuth heute mitteilen. Antje arbeitet auch am Institut für Pflanzenbiochemie in Halle, hat ihr Diplom im Jahre 2010 gemacht und ihre Promotion im Jahre 2017. Und zum Abschluss werden wir noch einen Ausblick auf die kommenden Events geben.